Rat der Stadt Mahl hat ja, das war für den letzten Rat ja wirklich auch eine Ausnahmeerfahrung, einstimmig den Beitritt zum RITA-Riga-Komitee beschlossen. Ich denke, es ist auch eine Sache der Politik und der Abgeordneten, jetzt daraus auch was weiterhin zu machen und das also auch auf politischer Ebene, auch auf der schulpolitischen Ebene voranzutreiben, damit also das auch stärker ins Bewusstsein hier kommt. Diese Ausstellung geht ja zurück auf die Pax Christi-Arbeit, weil wir also da ständig mit diesem Thema zu tun haben, erinnern und versöhnen, weil sonst keine Versöhnung möglich ist. Und ich denke, das Erinnern ist notwendig, um überhaupt fair in der Zukunft miteinander umgehen zu können. Wolltest du noch einen Satz sagen? Ja, der Frage, wie gerade heute, einige Generationen danach, wo die Zeitzeugen bald gar nicht mehr da sind, wie da diese Erinnerung wachgehalten werden kann, damit du sitzt du wirklich also die Villa ten Hempel in Münster mit ihren Teamern und so weiter, sehr überlegt und sehr durchdacht aus. Und da war vor kurzem auch noch, das war genau am 13. Dezember, Jahrestag der Riga-Deportation, war also der Professor Knigge aus Buchenwald, von der Stiftung Buchenwald. Und der hat genau also eben darüber gesprochen, was also eben sozusagen dran vorbeigeht an jüngeren Leuten heute und was also eben von entscheidender Bedeutung ist. Oder also eben, gut, ich will da jetzt gar nicht in die Einzelheiten, aber das ist also völlig richtig, also das ist und da müssen also eben Lehrerinnen und Lehrer und ganze Kollegien müssen aufpassen, dass sie dann nicht also eben eine gedankenlose Überdosierung machen, wo dann also eben die Schotten dicht sind. Deshalb habe ich, also ich habe früher auch unterrichtet und so, wenn ich Anfang 10 dann da rankam, habe ich als erstes Mal gefragt, wo habt ihr was gemacht? Um da zu sehen, also eben, wo ist es sinnvoll und was lasse ich lieber sein? Also nämlich sozusagen, guter Wille reicht nicht, ne? Oder wenn dann alle das machen und so, sondern das sinnvoll an den richtigen Stellen dann. Und dann eben natürlich diese Personalisierung, das Konkrete. A und O. Und deshalb also eben habe ich das mitgekriegt in Billerbeck oder an der Alexander-Lebenstein-Schule also in Haltern. Was da also an konkreten Sachen und an persönlichen Sachen läuft, ist also eben unheimlich. Und das war also auch dann wiederum an der Riga-Geschichte insgesamt. Auschwitz ist so riesig, so unvorstellbar, dass es gleichzeitig total anonym ist. Es ist weit über jedes Fassbare hinaus. Und bei Riga habe ich den Eindruck, das ist auch schon also eben in der Dimension einerseits des Unfassbaren, aber trotzdem viel persönlicher. Ich kann bei jedem Ort dann ungefähr sagen, ja, die sind dann doch dahin gekommen, wahrscheinlich in Bikaneki und so weiter, dadurch ist dann also eben eine gewisse Annäherung. Ne? Und dann also eben, aber das Letzte noch, also eben, was ich in den letzten Jahren dann auch wieder als eine unheimlich gute Sache erfahren habe, vor mehr als 10 Jahren eine Tagung also eben zu dem Riga-Ghetto, kam da ein jüngerer Mann, nach Ende 20 oder so ungefähr, hat den Sascha Bergmann und mich also angesprochen, wollte genaueres Wissen zur Situation der Holocaust-Überlebenden, mir eben genauer erzählt. Ja, und dann hat er gesagt, ich habe einen Lottogewinn gemacht von vielen Millionen Mark damals und die will ich für die Überlebenden einsetzen. Verein gegründet, in der Dresdner Bank geguckt, wie kann man das vernünftig anlegen. Und dann ist es tatsächlich gelungen, über 10 Jahre die Rente, die die vom deutschen Staat kriegen, tatsächlich zu verdoppeln. Und dann alle 3 Monate sind Kuriere hin. Zum Teil muss man auch noch heimlich machen, ne, damit der Staat nicht wieder was davon abgriff da. Und dann aber eben darüber ständig Kontakte von den jüngeren Leuten zu den Überlebenden. Und wir hatten damals schon gesehen, so die Statistik also der Überlebenden, wie da so die Kurve runtergeht, ne, wird immer weniger. Und jetzt? Nicht so wie erwartet, sondern es flachte ab. Das heißt also eben durch die verdoppelte Rente, die wirkte tatsächlich am Ende des Lebens noch lebensverlängernd. Und das war die materielle Seite. Aber die andere Seite also eben diese Kontakte, ne? 2 Generationen, die alten Leute, weit über 80, oft schwer krank, schwach, ohne Angehörige, hatten auf einmal Kontakt mit jungen Deutschen. Das war sowas also an nachträglicher Belebung und Hilfe. Und ja, das hat einer gemacht und es durfte nie darüber geredet werden. Jetzt, wo leider das Geld zu Ende ist, darf man das zumindest sagen. Ja, ich darf zum Schluss nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen.
finde ich, mich hat insbesondere beeindruckt, mit welcher Nüchternheit du das eigentlich alles erzählt hast. Nur die Fakten genannt, da brauchte man eigentlich keine Emotionen noch zusätzlich in Dinge reinzubringen. Es war so packend, was du in deiner nüchternen Weise erzählt hast, dass ich nur sagen kann, danke, das war ein Beispiel eines guten Erinnerns.